mal schwanger zur falschen Zeit. Wenn das Leben noch nicht so ganz bereit ist für das Kind, aber das schon unterwegs ist, dann kommt für viele Frauen nur eine Abtreibung in Frage. Aber was kommt da genau auf einen zu und was für Fragen muss man sich selber stellen und was wartet auf einem nach der Abtreibung? Um uns all diese Fragen zu beantworten, für das haben wir Sibylle Ming da. Sie ist Sozialarbeiterin bei der Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität aus dem Kanton Aargau. Schön, dass du bei mir bist, Sibylle. Guten Abend, danke für die Einladung. Und schön, dass ihr da draußen auch dabei seid. Jetzt müsst ihr auf choice.ch/onair und euch einchecken. Liebe Menschen, das heisst, einfach auf den Check-in-Button klicken und dann könnt ihr so ein iPad Mini gewinnen. Und darum könnt ihr auch jetzt mitchatten. Das ist fast ein grösserer Gewinn für euch. Weil ihr könnt jetzt heute eure Fragen an euch stellen. Also vielleicht jemand, der gerade selber schwanger ist und sich nicht genau weiss, was er jetzt machen soll. Oder jemand, der selber Abtreibung hatte. Dann könnt ihr jetzt all diese Fragen stellen. Weil wir durchleben heute sozusagen fast einen Prozess von so einer Abtreibung. Also angefangen mit der Frage, was mache ich jetzt? Ich bin schwanger. Zweitens schauen wir die Abtreibung selber anschauen. Und drittens, schauen, was passiert nach der Abtreibung. Genau. Also, viel warten auf uns, dann fangen wir doch gerade an. Und zwar, Sibylle, ich bin jetzt schwanger und was mache ich jetzt zuerst mal? Ja, also du bist schwanger und die Phase der Bildung ist schon vorbei. Hm? Mhm. Ja. Und der Schwangerschaftstest ist positiv. Genau. Dann hast du die Möglichkeit, zu deiner Ärztin, zu deinem Arzt zu gehen, um auch die Schwangerschaft noch mal dort zu bestätigen lassen. Muss man das machen? Ist das so? Muss man nicht, okay. Nein. Aber es ist einfach, um wirklich klar feststellen, doch, okay. Es ist eine Schwangerschaft. Ja. Weil auch ein Schwangerschaftstest kann man auch die falsche Aussage machen. Ja, das kann ab und zu passieren, dass es das nicht so ganz klar ist. Genau. Aber jetzt sagen wir, eben, schwanger ist festgestellt, alles drum und dran. Jetzt steht man halt wirklich von dieser Frage. Soll ich abtreiben oder nicht? Mhm. Also eine ungewollte Schwangerschaft. Genau, ich bin ungewollt schwanger. Und dann stehen wir jetzt da vor dieser Entscheidung und dann kommen wir zum Beispiel zu dir. Genau. Was passiert dann? Ja, also wir von der Sexual- und Schwangerschaftsberatung oder von diesen Familienplanungsstellen, wir bieten kostenlose Beratung an, neutrale Beratung und wir stehen unter Schweigepflicht. Okay. Und jeder Kanton hat Beratungsstellen müssen benennen, sagen, ja, ihr habt den Auftrag, für die Beratungen zu machen. Die meisten Frauen kommen bei uns telefonisch. Sie rufen an, sagen, was das Problem ist und wir geben ihnen einen Gesprächstermin. Okay. Und eben wenn man jetzt sagt, gibt es irgendwelche so Kriterien, die man beleuchten oder anschauen kann, wenn man sich für eine Schwangerschaft entscheiden oder eben nicht entscheiden muss? Ja, natürlich. Das ist natürlich dann ein sicher einstündiges Gespräch, das wir führen. Die Frau kommt ins Beratungszimmer, wird begrüßt. Ich sage eben genau das mit, es ist kostenlos, ich stehe unter Schweigepflicht. Und es ist eine konfessionsneutrale Beratung. Also ich habe nicht eine vorgefertigte Meinung. Sondern ich schaue, was ist der Weg von dieser Frau. Ja. Also in welche Richtung will sie gehen? Und tue das mit Gesprächsführung probieren herauszufinden, was ist denn das Problem oder was ist denn der Konflikt, was drückt sie, wieso kann sie die Entscheidung nicht machen. So, ja. Und da sind wir geschult, wir Sexual- und Schwangerschaftsberaterinnen, für genau eben die Gespräche auf die Art zu führen, dass die Frau hoffentlich befähigt wird, in der Zeit, in der wir sie beraten, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und jetzt, also das Mädchen ist nicht alleine schwanger, sozusagen, sondern sie hat ja auch, sie ist ja irgendwo noch ein Kindsvater rum. Genau. Ja. Wie muss es der Kindsvater wissen, dass du jetzt, also dass man jetzt schwanger ist? Ja, müssen nicht, aber es ist natürlich sicher einfacher, wenn der Kindsvater auch dabei ist bei diesem Gespräch. Und das sagen wir auch am Telefon, dass die junge Frau den Kindsvater mitnehmen kann. Sie kann aber auch eine Freundin mitnehmen, sie kann die Mutter mitnehmen, die Eltern mitnehmen. Also die Beratung, die wir anbieten, ist einerseits für die Frauen, die ungewollt schwanger sind, aber andererseits natürlich auch für ihre Leute rundherum, genau, also für ihre Bezugspersonen. Ja. Gefährten haben ja auch recht, also eben Eltern, Freundinnen, Partner selber, die sind ja auch immer so dabei bei diesen, also bei dieser Hilfestellung sozusagen. Die tun ja auch immer mitreden, wenn die Tipps geben. Ja. Was machen wir jetzt zum Beispiel, wenn die Eltern finden,
ich will jetzt, dass du abtreibst. Mhm. Aber du selber eben noch ganz in dem Clinch bist, oder vielleicht ist auch der Kindsvater oder wer auch immer. Mhm. Was kann man da jetzt machen, so als Frau selber? Mhm. Dann? Also ich denke, auf der einen Seite ist es eine grosse Freiheit, können selber zu bestimmen, was mache ich, will ich ein Kind austragen, will ich es nicht. Aber es ist natürlich auch eine grosse Verantwortung, ein grosser Druck, und der lastet auf den Frauen. Ja. Wenn jetzt Begleitpersonen dabei sind in einem Gespräch, was ich sehr schätze als Beraterin, dann kommen die sicher auch zu Wort, die dürfen auch ihre Meinung sagen. Wenn ich aber merke, im Verlauf von so einem Schwangerschaftskonfliktgespräch, dass die Frau zu fest beeinflusst wird oder dass die Meinung der anderen im Raum einfach zu dominant ist, dann bitte ich Eltern oder den Kindsvater noch einen Moment draussen Platz zu geben, damit ich einfach einen Moment Zeit habe, mit der Frau allein können zu reden. Ja. Ja. Was ist denn, also eben sagen wir, das Gespräch ist jetzt wie so abgeschlossen, oder? Mhm. Man hat sich dazu entschieden, eine Schwangerschaft zu machen. Mhm. Wie geht denn das weiter? Kann ich jetzt einfach in die Praxis von einem Arzt hinlaufen und sagen, so, habe ich jetzt Schwangerschaft gesagt? Ja. Also wenn ich mich zu einer Abtreibung entschieden habe, kann ich dann einfach so zum Arzt hinlaufen und finden, so, ich bin jetzt bereit, ich will jetzt einen Schwangerschaftsabbruch machen. Geht das einfach so? Ja, also das geht schon vor unserer Beratung. Ja. Also wenn eine Frau in ein Kantonsspital geht, jetzt im Kanton Aargau, innerhalb von diesen 12 Wochen, wo sie darf, einen Schwangerschaftsabbruch machen, dann kann sie dort ihre Notlage oder ihre Situation darlegen. Und wenn sie die auf eine Art darlegt, die im Arzt oder der Ärztin einleuchtet, dann muss sie nicht einmal zu unserer Beratung kommen. Okay. Weil bis 12. Woche darf sie selber entscheiden. Stimmt, das ist ja noch wichtig, jetzt mal noch an dieser Stelle zu sagen. Bis zur 12. Woche dürfen wir abbrechen, gesetzlich, und nachher ist sozusagen. Und ich rede ja auch immer jetzt vom Schwangerschaftsabbruch, weil wir wissen einfach, dass das Wort Abtreibung, das wird vor allem von den Gegnern gebraucht. Und natürlich, es hat so einen moralisierenden Touch. Und wir reden eigentlich als Schwangerschaftsberaterinnen immer von einem Schwangerschaftsabbruch. Ja. Darum brauche ich auch das Wort. Ja, dann brauche ich das jetzt auch. Ja. Aber,